Zweitklässler der St. Franziskus Grundschule in Neuburg geben ihr Bestes, um ihren neuen Mitschülern den Start in den Ernst des Lebens so angenehm wie möglich zu gestalten. Aber so ernst ist der erste Schultag ja auch gar nicht. Im Gegenteil, auch von Schulleiterin Annette Kürzinger werden die Jungen und Mädchen ganz herzlich begrüßt. Aufregend ist so eine Einschulung natürlich trotzdem, für Schüler und für die Eltern. Es ist schon aufregend zu sehen, wie er sich jetzt macht, wie er in die erste Klasse geht, wie er sich mal wirklich hinsetzt und mit den anderen an einem Tisch sitzt und dann jetzt was lernen wird. Sind die Eltern mindestens genauso aufgeregt? Mehr. Ich glaube, der Junge ist mehr aufgeregt. Die Mutter vielleicht. Also bei mir geht's noch, aber... Ja, schon. Ist was ganz Neues. Man hat ja sonst immer den täglichen Kontakt mit den Erzieherinnen und hier ist halt an der Haustür tschüss. Das ist einfach ein neuer Lebensabschnitt. Aber schön fürs Kind. Das Kind ist bereit, das Kind hat Lust. Und die Schule hat einen tollen pädagogischen Ansatz und die haben dem Kind richtig Lust gemacht. Aufregend, aufregend. Und sehr familiär, sehr toll gemacht, die ganze Begrüßung. Wenn wir an unsere Kinder denken, war das ja total anders. Also das war wirklich ganz, ganz toll gemacht. Neu und aufregend, das kennt auch die St. Franziskus-Schule. Denn erst im letzten Jahr ist sie mit zwei Klassen an den Start gegangen. Auch Bischof Konrad Starsa war an diesem Tag mit dabei. Die Franziskus-Schule ist somit die dritte Grundschule des Schulwerks der Diözese Augsburg. Alle drei verbinden moderne pädagogische Methoden und christliche Werteerziehung. Und das mit großem Erfolg. So haben sich die Anmeldezahlen der St. Franziskus-Schule im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Ein Bewerbungsgespräch entscheidet über die Aufnahme des Kindes. Wie wichtig der Neuburger Grundschule christliche Erziehung ist, zeigt sich bereits am ersten Schultag. Stadtpfarrer Herbert Kohler erklärt den Jungen und Mädchen, was es mit dem Patron der Schule, dem heiligen Franziskus, auf sich hat. Er steht für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Nach dem Segen für die Erstklässler bekommt jeder Schüler außerdem eine kleine Kette mit einem Handsymbol überreicht. Sie soll ihn durch das Schuljahr begleiten. Diese bunten Hände, bunt für die Vielgestaltigkeit der Menschheit, der Menschen, für die Vielgestaltigkeit des eigenen Lebens und für die Vielgestaltigkeit, was kann ich alles tun mit den Händen. Ja? Also mannigfaltige Aufgaben warten darauf, mit den Händen erledigt zu werden und dafür sind diese bunten Hände ein Symbol, die Kinder begleiten. Und auch das können Hände. In den kommenden Monaten wird es die Aufgabe der Zweitklässler sein, sich als Paten um die neuen Mitschüler zu kümmern, sie an die Hand zu nehmen und gut durch das Schuljahr zu führen. Denn ab sofort sind sie die Großen an der St. Franziskus-Schule. Ich bin Pate, weil die kleineren Kinder, die brauchen noch mehr Hilfe und alle. Er empfängt sie, weil sie das ja halt noch nicht alles wissen und das zeigen wir dann der Pate. Wenn man ein Pate ist, fühlt man sich wie erwachsen. Wir mussten das uns halt alles selber so beibringen, halt uns halt die Lehrerin, wo alles steht. Und wir übernehmen jetzt ein bisschen den Job von der Lehrerin, für dass die Kinder sich halt auskennen und dass die Lehrerin es ein bisschen leichter hat. Teamwork sozusagen. Aber was Zweitklässler Luis so charmant erklärt, ist ein umfassendes Konzept, das auf den Marchtaler Plan fußt, einem Erziehungsplan für katholische Schulen. Erstmals an einer Grundschule des Schulwerks werden in St. Franziskus in Neuburg ab sofort Erst- und Zweitklässler gemeinsam in einer Klasse unterrichtet. Wenn ich eine jahrgangsgemischte Klasse habe, dann werde ich einfach den Anforderungen und Bedürfnissen der einzelnen Schüler nochmal gerechter, weil ich je nach Fach differenzieren kann. Jemand braucht in Mathe mehr Förderung als in Deutsch, dann kann er in Mathe vielleicht nochmal einen Schritt zurück mit den Erstklässlern mitlaufen. Ist er schon besser, kann er mit der anderen Gruppe mitmarschieren. Also man wird den Leistungsdifferenzen, die in der Schülerschaft da sind, besser gerecht. Noch einmal wird es hektisch im Klassenzimmer. Bevor dann der Raum nur noch den Schülerinnen und Schülern mit ihrer Lehrerin gehört. Ich war aufgeregt. Ich wollte in die Schule gehen. Heute hatten wir das Schreiben mal Spaß gemacht. Ich freue mich auf das Lesen und Schreiben.
Und dann freuen sie sich natürlich auch auf ihre Schultüte. Denn nach einer Stunde im Klassenzimmer ist der erste Schultag auch schon geschafft. Die Belohnung für diesen aufregenden Tag haben sie sich nun alle verdient.